Ja, wir Linken müssen damit umgehen, dass alle unsere Äußerungen auch immer im Lichte der Verbrechen gesehen werden können, die im Namen des Sozialismus vergangen wurden. Das ist unsere historische Bürde. Und im Wissen um unsere historische Bürde möchte ich heute zu dem Thema Mauertote und SED-Unrecht Folgendes ganz deutlich sagen, weil Sie das immer wieder anrufen, um die Hufeisentheorie zu begründen. Dass Menschen beim Versuch, ein Land zu verlassen, ihr Leben riskieren mussten oder sogar verloren haben, ist großes Unrecht. Und nun könnte ich es mir leicht machen und sagen, also ich war damals 11 Jahre, als die Mauer fiel. Ich könnte es der Linken leicht machen und sagen, mindestens 80% der Linken waren garantiert nicht SED-Mitglieder, weil sie zu jung waren oder viel später eingestiegen sind. Aber ich möchte es mir und der Linken nicht leicht machen, weil man mit einer historischen Bürde einfach nicht leichtfertig umgeht. Und deshalb bitte ich heute im Namen der Linken alle, die unter der Mauer gelitten haben, erneut um Entschuldigung. Ich bitte alle, deren Familien auseinandergerissen wurden und die Angehörige verloren haben, um Entschuldigung. Und ich bitte alle, die bespitzelt wurden, um Entschuldigung. Ich habe es in der Vergangenheit gesagt, sage es heute und werde es auch in Zukunft sagen. Für dieses Unrecht gibt es keine Rechtfertigung. Und da ich für eine kritische Auseinandersetzung mit linker Geschichte wirklich streite, frage ich CDU und FDP, sind Sie eigentlich wirklich zufrieden mit der Aufarbeitung Ihrer eigenen Geschichte? Wissen Sie, mein Großvater war in der Blockpartei LDPT, die sich mit der FDP vereinigte. Mir kann niemand erzählen, dass alle Blockparteimitglieder systemkritisch waren. So manche entschied sich nämlich auch dafür, weil das einfach nur förderlich für die Karriere war. Und aus diesem Hintergrund hat sich die Ost-CDU 89 zu Recht unter dem Motto »In der Wahrheit leben« eine kritische Reflexion über ihre eigene Rolle angefangen. Doch dies wurde jäh abgebrochen, als es zum Anschluss an die West-CDU kam. Das Angebot der West-CDU lautete einfach, wer zu uns kommt, steht automatisch auf der richtigen Seite, der muss sich nicht mit seiner Geschichte auseinandersetzen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte wurde ersetzt durch eine pauschale, scharfe Abgrenzung gegen alles Linke. Und ich frage Sie, ist eine pauschale Abgrenzung gegen alles Linke wirklich der Ersatz für eine ausreichende Aufarbeitung der eigenen Geschichte? Ich meine, nur wer seine eigene Geschichte nicht kritisch aufarbeitet, kann für die Zukunft kaum richtige Schlüsse ziehen. Und das gilt für uns alle, für die Linke, aber eben nicht nur. Vielen Dank. Neben Zusammenfassungen von Bundestagsdebatten zeigen wir euch hier bei dir da oben einzelne Statements von Abgeordneten aller Fraktionen, die wir für besonders spannend halten. Damit wollen wir zeigen, wie groß das Meinungsspektrum im Bundestag ist. Die Aussagen der Abgeordneten spiegeln dabei natürlich nicht unbedingt unsere eigene Position wider. Hier findet ihr direkt noch einen Ausschnitt. Hier gibt es ein weiteres spannendes Video aus dem Funknetzwerk. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren.